Also ja, nicht mal die Feuerwerfer können uns groß was. Ja, vorwärts. Folgt mir. So, das heißt, ich kann das Monument besetzen. Und unsere letzten 5 Arbeiter rufen. Die werden dann hier oben Aria sammeln auch. Hoffentlich dürfen wir ans Aria ran. Verstanden. Verstanden. Zur Ehre Aonies. Dann gucken wir mal, was wir hier anlocken können, aber nicht mit dir. Auf du bist Weg. Nämlich nicht unsere Schützin. Alles du klar. Bist unsere Schützin. Verstanden. Du bist die mit der Berserker-Rüstung. Zu Befehl. Schickt sie zum Seelenfluss. Zu Befehl. Unverzüglich. Alles klar. Schließt die rein. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Bleibt standhaft. Ich soll da mal unseren Feuerbann auffrischen. Zu Befehl. Auf dem Weg. Herr der Kein Ruhe. Problem. Bin unterwegs. So, und ihr? Fangt wirklich an hier. Ne, fangt ihr nicht, weil da kommt gerade ein Gegner. Schon auf dem Weg. Abgerufen. Alles klar. Greift sie an! Was wünscht die Rune? Alles klar. Achso, du bist ein Speer. Deswegen. Schickt sie zum Seelenfluss. Verstärkt die Deckung. Wird sofort ausgeführt. So, okay. Jetzt könnt ihr... Kein Problem. Nichts machen, weil da schon wieder welche kommen. Wie lästig. Ich glaube, das sind die, die immer durchmarschiert sind und meinen... ja, da brauchen wir dringend mehr. Hier bin ich. Verfügt über mich. Habe verstanden. Aber es wird mal Zeit, dass wir eine zweite Weizenfarm errichten. Wird sofort erledigt. So. Ich frage mich nur gerade, wo mein letzter Jäger rumstreunt. Ach da, der hat noch Wild. Okay. Gut. Die Rune befehlt. Zur Ehre Aonies. Ja? Dann los. Können wir jetzt versuchen, hier unseren ersten Turm hinzustellen? Verstärkt die Deckung. Zu Befehl. Du bist wieder die falsche. Unverzüglich. Du bist die richtige. Feindlicher Angriff. Verstanden. Zu euren Alles Diensten. Klar. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück! Oh, ein paar von denen. Der Maschine Schließt kommt. Die ein! Verstärkt die Deckung! Auf meinem Befehl! Für die Freiheit! Sie sind überall! Schließt die ein! Verteidigung! Okay, gehen wir zum Großangriff über. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Vorsicht! Sie sind überall. Sie sind hier!
Ja, bin unterwegs. So, ihr baut mir hier unten einen neuen Hundezwinger auch auf. Ärmel hoch und los. Schließt die ein. Zwei hiervon, einen hiervon. Auf mein Kommando. Oh, ein Held ist gefallen. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Ärmel hoch und los. Schnell. So, jetzt ist eigentlich die Blockade an der Stadt auch weg. Ja, das Tor ist offen, gut. Bereit für den Kampf. Einsatzbereit. Gebt das Zeichen. Gebiet sichern. So, ich kann auch endlich meine Bevölkerung mal erhöhen. Und 5 neue Kleriker ausbilden. Verfügt über mich. Hier kann ich auch ein paar Türme schon hinsetzen. Dabei. Eisklinge. Leichte Kriegskunst 10. Hab ich da jemanden? Bist du leichte Kriegskunst? Ja, bist du aber. Die Eisklinge kannst du nicht tragen, weil da brauchen wir kleine Klingenwaffen dafür. Kann sie leider auch nicht tragen. Kann niemand tragen. Ja, okay. So, der Dorfheld ist Tetario. Der komischerweise wie ein Krieger von... Was Utran oder... Ja doch, Utran aussieht. Und die komischerweise ein Dorf mitten im Ödland haben. Schon dabei. Ja. Jetzt noch 5 Paladine erstmal. Jawohl. Erwarte Befehle. Jawohl. Bereit für den Kampf. So, jetzt richtig. Gut, das hier sei es aufgedeckt erstmal. Oh, ich muss den Aria-Schrein nicht mal bauen wahrscheinlich. Ich kriege ihn einfach. Ich hoffe es jedenfalls mal, dass sie mir den Aria-Schrein geben. An die Arbeit! Ich würde sagen, speichern wir hier zur Sicherheit, nicht, dass ich mich verklicke und das Eisen kriege. Des Kaisers Hand möge euch segnen, Feldherr. Bei den Gräbern meiner Ahnen, ihr seid ja ein Nordländer. Ja, auf der Suche nach Empyria. Da müsst ihr nicht lange suchen, aber kommt, setzt euch zu uns, nehmt Wein und Brot. Unser Heim ist das eure. Das würden mir nicht viele Menschen anbieten. Aber ich muss weiter nach Empyria.
Dann haltet euch weiter nach Süden. Immer dorthin, wo es nach Sünde und Abschaum riecht. Folgt einfach den Horden der Plünderer. Die Stadt wird fast ständig belagert. Noch mehr Gegner im Süden? Dann muss ich weiter. Wenn ihr schon nicht meine Gastfreundschaft wollt, nehmt als Dank diese beiden Gegenstände. Ein Stab und ein Schild. Sie sind leider beide zerbrochen, aber ein guter Handwerker kann sie euch wieder richten. Ich wünsche euch viel Glück. Ich muss mich nun wieder um unsere Verteidigung kümmern. Mögen eure Ahnen euch schützen. Man sieht übrigens jetzt gerade sehr gut bei der Perspektive da oben das Bollwerk der Hasim. Tolle, einfache Plünderer haben eine riesen Festung da oben. Was ist das für eine Bande, die euch belagert? Sie sind die Hasim, räuberische Stämme aus der Roten Wüste. Zusammen mit den einstigen Piraten der Onyxbucht. Die Konvokation hat deren Schiffe zerschlagen und nun setzen sie ihre Raubzüge kurzerhand zu Fuß fort. Diese beiden Banden werden immer dreister. Nun belagern sie sogar Empyria. Wenn sie nicht bald abziehen und die Handelsstraße wieder geöffnet werden kann, dann werden wir hier elend zugrunde gehen. Oder sie schlitzen uns vorher die Kehlen auf. Und kein Kaiserlicher weit und breit, um uns zu helfen. Aber unsere Steuern, die nehmen sie gerne. Geht nur nach Empyria, geht dorthin und schaut, wie sie unser Geld verprassen. Und wenn ihr uns dabei von der Plage dieser Hasim befreit, will ich auf ewig zu meinen Ahnen für euch beten. Habt ihr noch einen Hinweis, der mir helfen könnte? Etwas, das euch helfen könnte? Die Goras. Das sind Kreaturen, die diesen Landstrich bevölkern. Sie hassen die Hasim. Die Goras sind friedlich. Aber die Hasim haben sie ihres Fleisches wegen fast ausgerottet. Seitdem greifen sie alles an, was nach Hasim riecht. Es gibt nur noch ein altes Leittier der Goras, das im Land umherstreift. Aber es ist schwach und hält sich im Westen verborgen. Ihr könntet ihm etwas bringen, das es wieder aufmuntert. Ihr nehmt diese Honigwabe. Goras lieben Honig. Wenn ihr sie dem Leittier gebt, wird es wieder zu Kräften kommen. Und ich wette, es wird wieder in seine alten Jagdgründe zurückkehren. Dort wird es den Hasim gehörig Ärger machen. Und eure Truppen haben dann weniger Gegner zu bekämpfen. Ihr findet das Leittier im Westen, jenseits des Sees. Gebt ihm den Honig und das Tier wird den Kampf gegen die Hasim aufnehmen. Mein Wort darauf. Okay, ich habe jetzt das gewählt. Machen wir mal das statt dem Aria. Sollte ja auch gehen. Was hat es mit diesen zerbrochenen Waffen auf sich? Sie gehörten einem Anführer der Hasim, die unser Dorf angegriffen haben. Als unser Schmied ihn erschlug, flohen sie. Der Anführer hatte diese beiden Waffen bei sich. Sie schienen magische Kräfte zu haben. Leider zerbrachen sie, als er fiel, und nun sind sie nutzlos. Wenn ihr euch bis Empyria durchschlagen könnt, dann zeigt sie dort der Handwerkerin Niam. Sie kennt sich mit allen Arten von Waffen aus und kann sie euch vielleicht wiederherstellen. Eine bessere Entlohnung kann ich euch leider nicht bieten. Die Steuern lassen uns gerade genug zum Leben. Mehr wollte ich auch nicht. Ihr seht krank aus. Was habt ihr? Unser Wasser ist mit bösen Geistern verseucht. Wer es trinkt, dem zerfrisst es die Eingeweide. Wer sich damit wäscht, dem verbrennt es die Haut. Unser Brunnen ist ein Ort des Todes. Ich habe einen unserer Krieger, Tantaro, geschickt, um den Grund zu finden, warum unser Wasser zu Gift wird. Er wollte in den Norden gehen. Dort liegt die Quelle, die unseren Brunnen speist. Aber er ist nicht zurückgekehrt und unser Trinkwasservorrat schwindet, Tag für Tag. Warum sagt ihr nicht gleich, dass es so schlimm um euch steht? Ich wollte euch nicht noch mehr belästigen, aber wenn ihr die Zeit findet, dann geht in den Norden und sucht Tantaro. Vielleicht könnt ihr uns gemeinsam von dem Gift im Wasser befreien. Ja, das sollten wir hinkriegen. Einsatzbereit! Bereit für den Kampf! Und ich habe aus Versehen Landsknechte statt, Auf dem Weg! Für das Licht! Haben wir eine neue Quest gekriegt? Nö.
Ja, doch, bringt dem Gorath hier im Westen eine Honigfarbe.